Hallo und willkommen zu diesem tollen Video hier auf meinem YouTube-Kanal auch. Ne? Wir spielen jetzt Sims 4 mit ein paar Add-ons. Das ist Yesi Yesicare und die erklärt mir, wie man Sims spielt. Yesicare. Ja, schön, dass ich unterbrochen habe. Gut, wir sind natürlich wieder live, wie immer. Und ich lese mal kurz den Chat, bist halt ein guter. Man gibt entweder mal ein Yesicare-Emote. Wenn ihr, habe ich eigentlich schon einen neuen Emote-Slot? Weiß ich gar nicht. Müssen wir nachher mal gucken, dann gibt es einen Yesicare-Emote. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Charaktererstellung, weil ich ein neues Spiel gemacht habe. Und ich würde sagen, sollen wir eine Fantasy-Kreatur machen oder eine echte Person? Können wir machen. Ich zeig dir mal was Interessantes. Pass mal bitte jetzt ein bisschen hier. Wenn du hier rausgehst, kannst du zum Beispiel einen männlichen Körperbau haben, aber mit einem weiblichen Klamottenstil. Hier reinreden, ne? Mit einem weiblichen Klamottenstil. Und du kannst diesen Mann auch schwängern lassen. Also hier kannst du, ob der entstehende Toilette benutzen kann, ist halt jetzt ein Mann, ne? Du kannst es halt einstellen, dass er das nicht machen möchte. Und ich muss mal eben, warte. Das ist same as always. Erstmal hier den Scheiß hier leiser machen. Machen wir mal 65. Tinendo, ich bin ein Fan. Hallo. Das, oh, Fanboy. Das freut mich. Hallo Paul Gär 11. Oh, den kenn ich sogar noch. Das Geilste ist, wenn du Fantasy machen willst, hast du hier noch die Option, deine Hautfarbe zum Beispiel blau oder grün, du kannst ja auch so Geist, also es sind halt wegen den Geister-Add-ons gibt es halt so und du kannst ja auch so. Okay, ich will, ich weiß, was ich mache. Okay, ich dann lass ich dich mal machen erstmal, wenn du Hilfe brauchst, sagst du mir Bescheid. Ja, also meine Idee für den Charakter, das wird der Tomatenmark. Tomatenmark. Einen Familiennamen habe ich noch nicht. Aber das ist schon mal, ich finde, das ist ein guter Anfang. Das ist ein Ziel, was wir jetzt haben. Und der Tomatenmarkt, das wird ein ganz netter. Hier kriegst du auch mit neue Objekte und ja, so. Ja, genau, man kann den sogar jetzt neue. Also, ja, toll, der Hut. Warte mal, ja, dann klick mal auf den Hut drauf. Weg mit dir. Genau. Swag mit dir. Nee, so. Wir waren auf dem ersten. Wir waren, oh, sorry. Oh. Hello. Da kannst du halt komplett, ja, das wird dann halt, das sind halt die Gesichter, aber die willst du wahrscheinlich selber machen, ne? Weiß ich nicht. Du kannst halt alles selber machen. Ich weiß, so sehen die halt mega lustig aus, vor allem den da. Klick den mal an. Alter, der Junge ist richtiger Tomatenmark. Ja. Ich mag Wunder. Diese vorgeschriebenen Sachen meistens nicht, weil ich die immer selber mache. Zähne. Oh nice, Alter. Tomatenmark. Alter, was ist das bitte? Schön die Zahnspange. Nee, der hat eine Zahnlücke. Tomatenmark ist eine Zahnlücke. Hat der irgendwelche Miracoli? Tomatenmark Miracoli. Tomatenmark Miracoli, das halte ich mir mal im Hinterkopf, aber wir. Oh mein Gott, mach Pommes Ketchup Mayo. Stimmt. Mach Pommes Ketchup Mayo. Ja, sag mal Tomatenmark, das ist ja was anderes als Ketchup. Hallo, das ist was anderes als Ketchup. So, der braucht eine schöne Frisur. Ich bin auch ein großer Fan. Oh. Blatt drehen hier so aus. Ah, hier. Nice. Aber der muss in grün. Was? Ja, wegen der Tomate. Jetzt sieht er aus wie ein Oompa Loompa aus den alten Willy Wonka-Filmen. Die waren nämlich auch rot und hatten grüne Haare. Das können wir ja nicht machen. Ja, aber das ist doch das Grüne oben an der Tomate. Ja, stimmt eigentlich. Gibt es so eine Frisur? Guck mal nach. Die da sieht schon gut aus. Oh yeah. Nice. Nee, das sieht so. Junge, der ist alternative. Aber das ist ja echt ein Witz, was hier. Ach nee, warte, hier geht's da noch hoch. Ich wollte gerade sagen, hier ist ja ein Witz, was hier an Frisuren ist, aber. Never mind. Okay. Ja! Der Tomatenmann. Okay. Damit kann ich damit kannst du dealen. Ja, Ach so, kurz, mittel, lang. Ja, das passt schon. So, Frisuren. Der braucht. Aber wenn der Party macht, dann hat er ein Afro. Da geht jetzt nichts dran vorbei. Er tut mir einfach leid. Das muss einfach sein. Das ist einfach sein Party. So, wenn er jetzt so, ja, okay. Damit komme ich so, klar. So, jetzt machen wir erstmal sein Gesicht. Und zwar klick jetzt mal auf die Detailbearbeitung. So, jetzt suchst du mehr ran. Jetzt dreh mal. Du kannst mit der Maustaste drehen. Ich kann den Scheiß leider nicht mehr. Lass mich am besten die Maus mit lenken. Mit dieser Taste. Ja, ich weiß, wie man das. Ich habe das. Ja, wollte ich mal sagen. So, und jetzt geh mal ins Auge. Willst du das größer haben? Willst du die kleiner haben? Nein, jetzt kannst du. Ja, du ziehst gerade die Pupillen größer und kleiner. Alter, was willst du mich verarschen? Das ist der Tomatenmark. Okay, du kannst jetzt unten an den. Das sieht ein bisschen aus wie das Kraftclub-Album gerade. Schon, da fehlen noch die Streichhölzer. Ja, du kannst jetzt die aufziehen, so, genau. Du kannst die auch größer, länger ziehen, du kannst die.
Das, alles oh machen. Gott, wenn ich den so angucke, dann werde ich mir selber müde. Ja. Du dreh mal das. Das ich wollte übrigens dicke Bäckchen. Der braucht dicke Bäckchen, weil das der Tomaten mag. Warte. Unten den Kiefer. Ja, Becken. Backen. Du kannst ihn auch noch runter oder hochziehen, also den Kiefer unten. Okay. Nee, das ist gut so. So, Tomatenmark. Dreh ihn mal zur Seite. Da kannst du jetzt zum Beispiel den Muggel in der Nase ausbessern oder nicht. Und die Augen kannst du auch vorstehen lassen oder nicht. Ja, das finde ich gut. Ich finde mal reingedrückt sieht immer am besten aus. Oh, klick das mal weg. Okay, na, wir meinen schon. Hoppla! Haha. Haha. Oh. Tomatenmark! Die Ohren, Alter. So. Das sieht eher aus wie so ein Phil. Leute, da bin ich 2 Minuten weg. Der ist irgendwie schon ganz heiß. Ja, die Leute werden schon direkt. Ich würde gerne, dass der mehr Zähne zeigt. Kann man den so irgendwie den Mund so ein Stück auflassen? Nee, aber der lächelt sehr oft. Und wenn du einen großen Mund hast, zieh den mal richtig breit. Schön auch in die Länge so. Ja, geht, genau. Geht, das, ja, doch, das geht, ist schon. Ist schon das Breiteste. Nee, damit machst du. Die Mundwinkel. Die sind eh sau creepy. Na, wir machen so einen. Alter, das ist doch der übelste Gewaltiger. Ja, Tomatenmark. Jetzt mal zur Seite. Und jetzt zieh die Lippen raus. Nein, die Lippen. Nicht. Genau, und jetzt kannst du die auch noch hoch und runter. Dann gehen die nämlich so. Hoschüsch, hör auf, ey. Nicht, ey. Sorry. So, Tomatenmark sieht bisher schon ganz gut. Oh, hier bling bling am Hals. Ja, genau. Ich finde, der gefällt mir ganz gut. Der braucht noch einen Stirnnacken. Hat er schon. Jetzt gehen wir auf Bart. Bart. Geh nochmal aufs Gesicht. Ja. Nee, auf Bart. Ja, das ist auf Bart. Bart. Das ist auf Bart. Hat Tomatenmark überhaupt einen Bart? Ja, ein Zipfel. Oder den. Ich finde den auch ganz gut. Boah, der ist super. Aber der hat dann. Was? Nimm einen rosa. Nee. Oder in weiß. Ja, genau. Oh, Junge, ey. Und den kannst du auch noch weißer machen. Also so ich bin mir unsicher, was mit schwarz? Schwarz sieht auch gut aus. Sieht so ein bisschen aus, als wäre da noch so ein bisschen Dreck. Le Dreck. Le Drac. So, und wenn er dein Afro auf hat, hat er natürlich einen anderen Bart. Dann hat er den Bart. Ich glaube, das geht aber nicht. Das ist Party-Time. Doch, geht. Nee. Oh, das geht wirklich nicht. Boah, du bist echt nicht blöd, ne? Hey, schon. So langsam wird mir einiges klar, du. Oh, das ist I. Boah, das ist so ein ganz leichter Flaum. Richtig schmierig, ey. Gut, haben wir. Spitzbärde, Schnurrbär, alles klar. Oh, danke schön. Und hallo, ach, die meine Marie Hacker, die Hackerin. Der Hacker, meine ich. Entschuldigung. Du siehst heute aus wie eine wundervolle Prostituierte, schreibt sie. Dankeschön. So, ich habe mir extra Mühe gegeben. Hier gibt's, nicht ernsthaft Star Wars Helme. Ja, doch, und weil Schminke. Es auch die Outfits gibt. Man kann zum Beispiel auch. Alter. Aber annehmen, man sieht das gar nicht so. Oder den hier, Alter, so richtig. Ich bin Hipster. Ich bin. Oder Turban hat einen ganzen Kopf, will ich nicht. Oh mein Gott. Nee, das ist so offensichtlich. Kannst du davon die Farbe ändern? Kann man. Ah, hier, guck mal, wenn ich jetzt so mache. Nee, in lila. Aber wir müssen immer noch an die Wurzeln gehen. Das ist ja Tomatenmark. Gibt's hier nicht irgendwas, was mehr nach Tomatenmark aussieht? Marcel hat sich in Sims echt gut getroffen. Nice, bin überzeugt. Danke. Aber bisher läuft er ganz gut. Mit ne? meiner Hilfe. Das ist ja Tomatenmark, Mann. Mensch. Alter, der Junge könnte echt so ein vergewaltiger Trucker sein. Ja. It's raving time. Uff. Sind das echt schon alle Mützen? Ich bin echt, also von der Auswahl, das finde ich echt ein bisschen traurig, aber... Mhm. Je mehr Add-ons du hast, desto mehr Sachen. Ja, ja, aber du hast ja schon... Ja, aber die ganzen Accessoire-Packs habe ich nicht. Ja, toll, ey. Ja, was setzen? Sollen wir den? Wir setzen einfach nichts auf den Kopf, das gefällt mir alles nicht. Ja, weißt du, hier so Brillen. Oh, jetzt geht's hier los, ey. Aloha, oh, da verschwindet so ein bisschen was in seinem Hals. Der hat einfach einen zu krassen Hals. Da würde ich auch die Kette lieber sein und in seinen Hals rein. Oh, Brillen gibt's ja auch. Oh, yes.
Oh nice. Aber nur an einem Ohr geht das? Es gibt welche für ein Ohr, aber ich weiß nicht, ob es da welche. Früher ging das, heutzutage nicht, glaube ich. Gut, dann lassen wir das auf einem Ohr. Es sieht aus wie ein Typ mit dem LSD und den 10 Fidget Spinnern in der Jacke. Das stimmt. Ja. Gibt's den wirklich? Nein. Okay. Aber der sieht halt so aus wie einer, der so mit LSD in der Jacke, der ist auf LSD und verkauft Fidget Spinnern an kleine Kinder. So, das ist ein paar seine Party, Friesejungen. Das machen wir alles gleich, weil gleich müssen wir machen jetzt erstmal sein Aussehen. Jetzt zoom mal raus. Jetzt kommt sein Körperbau. Soll der so ein Spargeltarzan sein? Ja, der soll einfach nur einen dicken Bauch haben. Klick mal auf seinen Körper rauf. Okay. Genau. Da hast du, ob er sportlich sein soll oder nicht, oder dünn oder fett. Ich will aber nur, dass er, also ich möchte, dass er so komplett komisch verformt ist. Dass er so einen richtig fetten Arsch hat, einen richtig dicken Bauch, aber alles andere ist schlank. Ja, okay, dann musst du so machen, guck mal. Ja, der muss ganz runter, der muss ganz runter. Und jetzt dreh mal zur Seite. Zieh den Bauch voll raus und den Arsch voll raus. Leider kann man das nicht mehr so extrem wie in Sims 2 oder so. Ja, das habe ich damals noch gespielt. Vieles kann man auch zurückziehen, wie du es gerade machst. Genau. Die Beine müssen auch nochmal dünn gemacht werden. Die werden nämlich auch... Nee, andere... Ja. Waden. Und die Arme gehen auch. Der Typ sieht einfach aus wie so einer, der... Geh mal bitte auf Schwimmen. ...grundsätzlich in der Kneipe sitzt und immer eine große Fresse hat und immer besoffen ist, egal wann du da hingehst. Nice. Alter, der sieht einfach aus wie ein Snicer Tomatenmark, würde ich einfach mal sagen. Kannst du die Schultern noch zusammendrücken? Nein, ja, so. So? Ja. Jam. Tomatenmark. Er streift durch die Straßen mit seinem Rotmobil und straft Salty ADCs mit Knox. Du kannst übrigens das da auch größer oder kleiner ziehen. Ja. Schöne Pimmel? Oh, Pimmel darf man nicht sagen, ne? Nein, nicht so. Andersrum. Du musst zur Seite drehen. Auf Vollfrontal. Eigentlich müsste das funktionieren. Es hat nämlich mal funktioniert. Nee. Zieh mal da. Warte, die Hüften kannst du auch noch kleiner und größer machen, weil dann hat das noch mehr Effekt mit dem Bauch. Muss nur gucken. Nee, das passt schon. Der ist so richtig schön. Ja, der richtig schön schmantig, ey. Wobei, der braucht sowas hier. So ist einfach geil. Hey. Nee, ich finde die Tigerhose am besten. Rar. Nee, nicht die Zebra. Die Tiger. Ja, aber das ist doch nicht Truman. Das ist ja... Oh yeah. Was steht da? Lepoff. 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 Was haben wir hier noch? Ja, das ist ganz normal. Das ist auch nur normal. Okay, langweilig. Dann nehmen wir die. Schön. So, und jetzt müssen wir die Klamotten bestimmen. Geh mal auf Körper. Da kannst du nämlich noch Tattoos. Oh yeah. Genau. Gibt's Arschgeweihe? Ja, da. Kannst du sogar noch einfärben. Echt? Ja, geil. Boah, das sieht richtig reingeranzt einfach aus. Schön schimmelig. Es gibt auch noch so einen Delfin. Oh, es gibt neue Tattoos? Was ist denn das da? Das ist ja nicht neu. Oh, das sieht süß aus. Delfin am Fuß. Mhm. Oh ja, nimm den Delfin noch dazu. Nee. Oder das Herz auf der Schulter. Hoch. Ich finde, der Tomatenmark ist kein Tattoo-Freund. Ich glaube, der hat keine Tattoos. Nur das. Ja, das war mal irgendwann ein Fehler. Ja, ein Jugendfehler. Den hat er vor einer Woche gemacht, den Fehler. So, Kleidung. Tops. Genau. Gehen wir mal nach oben. Du kannst auch zusammengefertigte Looks. Das sind also da. Nein. Klick mal darauf. Ich war ein bisschen näher dran. Ah, nee, ganz klar, da meine ich. Geht das so? Da meine ich. Da. Das sind Kombinationen, also in einem. Ja, will ich aber nicht. Ich will das selber machen. Ja, klar, das ist ja nicht einzelne Sachen, sondern das sind ganze Outfits in einem. Die kannst du nicht einzeln finden. Ja, deswegen will ich die nicht. Ich will selber gucken, was der anhat, weil das ist, als ob der irgendwie ein passendes Outfit anhat. Ich bitte dich. Das sind ja noch nicht mal passende Outfits. Sie sehen richtig schrecklich aus. Wow, okay. Okay, ich nehme es zurück.
Ja, das ist aber nicht Tomatenmark. Den habe ich anders im Kopf. Da, der Schneemann. Nee. Ja, doch, das ist schon eher Tomatenmark. Ja, doch, ich glaube, das trifft es ganz gut. Das passt auch zu seinem... Mir fällt gerade auf, dass Marc aussieht wie einer aus meinem Bekanntenkreis. Das tut mir leid. Das tut mir auch wirklich leid. Aber der heißt nicht Marc, der heißt Tomatenmark. Gut, hier... Achso, wir machen erstmal die von oben nach unten, ne? Genau. Immer ein Outfit durchplanen, dann ist das alles strukturierter. Hose. Ja, wirklich, also wenn wir diesen Kneipentypen machen, dann braucht er definitiv so eine Hose. Irgendwas Rocker, Rocky, Rock'n'Roll, Alter. Die gibt's auch in Ruhe. Ja, geil, Alter. Ich finde das rot karierte am besten. Das hier? Ja. Oh shit, die Hose ist heiß. Ich sag's euch, ne? Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die nehmen. Oder ich guck mal weiter, vielleicht finden wir hier sowas. Das ist doch auch schön. Richtig alte, ranzige Jeans. Ja, die nehmen wir. Schön in weiß. Ach ja, ich weiß nicht. Er kann auch eine Jogginghose anziehen. Ja, irgendwie. Die da. Schön in schwarz oder so. Oh, mit gelben Streifen sieht das auch richtig sexy aus. Official hier, Adidas Sporthose. Nee, der brauchst du noch so eine. Ich fand die allererste von ihr am besten. Wo ist sie? Die. Ja, guck mal nach den Farben. So richtig Metal, Leute. So ist gut. So, weiter geht's mit Accessoires. Accessory! Nice. Ich würde dir empfehlen, diese Reiter zu nehmen, weil eigentlich guckt man immer nach dem Aussehen, aber ich mache das, weil du jetzt durchstrukturierst, einmal alles ausprobieren, weil du dich damit nicht auskennst. Ich weiß, bevor ich einen Sim mache, schon, was ich alles dran tue. Hä? Nein, ich bin nicht süchtig. Doch. Ich meine, was Gutes hattet ja, ne? Die hat sich auch einfach in die Ikea eine Stunde gesetzt und einfach unseren Schrank zusammengebaut. Total. Mit Socken. Und ich habe nur eine halbe Stunde gebraucht. Nee, du warst da echt eine Stunde drin. Original, 60 Minuten. Ja? Oh, das ist super. Ja, das ist definitiv super. Was ist mit dem anderen Arm? Da würde ich das daneben nehmen, ja, das. Und dann in einer anderen Farbe. In rosa. Oder in das bunte. Ja, das. Nee, das wie gesagt, der ist Metal. Aber das Rave, das blinkt. Hallo, der ist Metal. Okay. Ja, der ist... Also der ist zwischen, ich bin noch ein Kind und Metal. Warum kann ich das denn nur an einer Hand hier nehmen? Das ist ja komplett bescheuert. Ja, genau. 200 Leute schauen auf Tomatenmark. Das ist echt, das ist doch verrückt. Die Welt schaut Tomatenmark. Wie, als ob noch nie was anderes passiert wäre. Wo müssen wir hier oben... Schwarz, so. So, hat der Ringe? Klar hat der Ringe. Klar hat der Ringe, natürlich. Ja, jeder Rocker, ich habe auch Ringe. Ja, klar. Da! Sch. Aber der hat nur einen. Den ersten, glaube ich. Ernsthaft jetzt? Ich finde den hot. Nee. Aber den letzten. Das ist so ein Auge. Das ist aber kein Style. Tomatenmark hat seinen eigenen Style, verstehst du, wie ich meine? Ja, okay. Gut, Schuhe. Pommes Tomatenmark Mayo. Oh yeah. Na gut, Schuhe ist ja jetzt nicht sonderlich. Naja, Schuhe sind. Nee. Da gibt's auch kaum Auswahl. Ah, nee, Computer. Doch, da. Ja, du übertreibst doch mit den Mods und dem ganzen Scheiß. Ja. Aber jetzt ganz ehrlich, da gibt's nichts Gutes. Da muss man. Da, Boots. Bumm. So. Der war offensichtlich bei Zalando, der Gute. Gefunden bei Otto.de.
Okay, die Hasenstiefel. So, wir hätten das erste Outfit fertig. Gut, dann klick mal hier oben drauf. Was soll der Tomaten... Aber wir haben die anderen Outfits noch nicht. Erstmal das. Ja. Bestreben. Okay. Was bestrebt der im Leben? Essen, Liebe, Ort, Vermögen. Wollen wir ihn zu einem... Soll der sein eigenes Restaurant aufmachen? Nee, der ist... Können wir. Der braucht eine eigene Kneipe. Ja, dann musst du essen und dann noch Meistermixer. Schwöre. So. Und los geht's. Du hast hier 4 Merkmaloptionen. Gefühle und... Der Junge ist ein richtiger Spinner. Okay. Oh, der ist selbstsicher. Insider, Familienbewusst, Liebe zur Natur, wahnsinnig, viel Fraß. Ganz wütig. Ich glaub, soll der immer zwischendurch Breakdance-Battle mit den anderen machen? Kannst du nämlich auch. Macht der. Faul, ehrgeizig. Deine Notifications scheinen nicht zu funktionieren. Oh. Okay. Okay, Sekunde. Du meinst die Alerts wahrscheinlich, ne? Er meint die Alerts, weil bis jetzt kam noch kein Sound von irgendwas. Ist richtig, da hast du recht. Das muss ich kurz korrigieren. Korrigier es. Korrigieren. Aha, ja, korrigier es. Check it out, Korrigierung. Ja, Connect, korrigieren. Picke. Korrigieren. Oh, wir haben eine Donation und 3. Was? Ach so, eine Spende für den Hotten Boy und Jessica, I guess. 3 €. Vielen Dank für die Donation. An Kataklysm. Klysim, Entschuldigung. Oh, Sims? Nicht Kataklysm, sondern Klysim. Subs noch keine. Und jetzt gucke ich mal gerade. Alertbox. Hatte ich aber gelesen einmal. Ja, eine, aber das hat er hier nicht vermerkt, weil er das nicht auf Aktualisieren geklickt hat. So, jetzt gucken wir mal eben. Schlagen! Take MY Moni I. So, die URL stimmt. Zack. Und jetzt sollte es eigentlich klappen. Ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich sollte das funktionieren. Verstehst du? Und ich brauche irgendwas. Ich kann den scheiß Chat nicht lesen. Ich habe dasselbe Shirt. Mini-Rig. Ja, Marcel hat dasselbe Shirt. Das ist meins. Ich wollte heute unbedingt ein Rick and Morty T-Shirt anziehen und ich habe keins. So, weiter geht's. Tomatenmark. Also wir haben jetzt hier, der ist jetzt Spinner, selbstsicher, tanzwütig und er will Meistermixer werden. Wie kommen wir wieder zurück hier oben? Mhm. Oh, nee, doch nicht. Jetzt kannst du die Stimme. Ja, warte mal. Jetzt kannst du die Nee, das ist egal. Der ist schon. Er ist männlich. Soll er andere schwängern können oder nicht? Willst du das ändern? Oder soll er einfach ein Mann sein? Er soll einfach ein Mann sein. Okay, gut. Männer können andere schwängern. Ja. Nimm die da. Ja, die. Und dann zieh die ganz. Warte, zieh die mal runter, den Regler. Oder was? Soll der so eine rauchige Stimme haben, dann muss ich die ganz runter ziehen. Dann musst du halt jetzt rumbasteln, das dauert ein bisschen. Brüchig. Und ganz runter. Das ist gut. Ne, ganz runter muss nicht. Gut. Da ist der Gang. Standard Gangart. Nein. Nein. Das ist er. Ich guck nochmal weiter. Nein. Das könnte auch sein. Nee. Das ist er. Metal, Leute. Gut. Okay, jetzt klickst du auf seinen Körper. Verrückt. Und jetzt gehst du auf Business. Gut, jetzt kommt Business. Abendbekleidung. Ja, das passt doch schon. Gut. Nee, warte. Hier gehe ich jetzt auf Kombination, ja? Und dann klickst du Abendbekleidung weg. Dann hast du mehr Auswahl. Ach, danke. Das ist überhaupt nicht creepy. Klick mal das daneben, das da. Wow. Ich habe gar keine Angst. Alter, ich krieg echt keine Angst. Der Junge, der will's wissen, ey. Nee. Ja, da haben wir's. Das ist perfekt. Okay. Kannst die Farben davon noch ändern? Ich guck nochmal. Ach, guck mal, es funktioniert. Willkommen jetzt herzlich, dem genannten Schwung auf jeden Fall fürs Subscriben. Ein paar Star Wars Klamotten. Du kannst die Farben davon. Ja. Ich will noch einmal durchgucken hier. Das kannst du übrigens bei jedem Dingens machen, dass du anstatt den
wenn du selber nichts findest für Sportklamotten zum Beispiel, kannst du einfach das wegmachen, zum Beispiel Sportklamotten und dann... Mhm. Ja, ja, okay. Danke, gut, das passt mir schon, wobei die Schuhe sind scheiße. Hat's geklopft? Kann sein. Geh mal gucken. Tschüss. Du kommst zurecht? Ich komm so weit von zurecht, Mann. So, hier. Geil, oh Mann. Schön. Dann machen wir direkt mal weiter, ne? Hier Sport. Sportkleidung. wobei das hier als Sportkleidung wäre halt ultra witzig. Eigentlich schon, ne? Lustiger Clown. Der Waschbär. Du machst das jetzt fertig und dann überraschst du mich. Ja, okay. Die macht übrigens Pfannkuchen. Und nicht schon wieder. Soll ich dir bitte reinwerfen? Kannst du nicht mal irgendwie Steak bestellen bei ihr? Okay. Nein, ja, nein. War doch nur ein Witz. Ja, mach. Nee, brauch sie nicht. Machen wir nachher. Ich brauch kein Essen. Oh. Ja. Hallo, ist alles gut? Ich hab grad, glaube ich, am Regler gedreht hier. Ich warte noch so ein bisschen, ne? Ja, ja. Du musst gleich fertig sein. Ja, aber ja, du ja. Schaffst das. Ich beobachte dich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, zum Schlafen. Was zieht er denn zum Schlafen an? Ist er so richtig. Alter, ey, Tomatenmark. Ich bin... Ah, hier, das ist gut, das ist gut. Okay, Party. Ah, ja, 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 okay. Sehr schön. Kombination. Ach ja, die Hasenstiefel als... Ja, ja, Guti. Gute Idee, Guti. Ach so, hat er ja auch. Schön, hat er... Das ist eigentlich schon Metal, ne? Eigentlich schon Metal, wie das geht. Aber. Wo sind wir denn hier gerade? Was hat der denn an? Scheiße. Wo war das andere? Das hier, ne? Da. Okay. Ja, das ist schon geil. Komm, lassen wir das so, oder? Ausgekleidung, jetzt Badesachen. Ja, reicht. Gut. Ja, ich, haben wir dann... Achso, der Nachname. Nachname! Sollen wir den einfach Metal nennen? Oder sollen wir... Habt ihr einen anderen schönen Namen für mich? Wir brauchen noch einen Nachnamen. Übrigens, ist die Klimaanlage zu laut? Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Wir haben im Hintergrund eine Klimaanlage laufen. Ist das zu laut oder... Weil sonst ist hier echt kalt, warm. Tomatenmark. Mark Tomaten... Nee, der Tomatenmark steht, ne? Das ist der Vorname. Tomatenmark Heinz. Tomatenmark, Mark Tomaten. Winkler. Mac Sexy. Klimaanlage hat man eigentlich gar nicht. Gut, das freut mich. Medelson. Von Fritten. Tomatenmark Matt. Eigentlich, ja, komm. Matt. Matt ist mein Favorite. Gut. Dann würde ich sagen, spielen. Jesi Jessica. Wir brauchen jetzt mal irgendwie ein Bild, was zu ihm... Ich bin fertig. Du bist fertig. Das ist gut. Okay. Da ist jetzt Tomatenmark mit. Was soll ich jetzt auf dich warten oder soll ich schon spielen? Geh schon mal auf Ja. Willst du dem ein Haus geben oder willst du ihm ein Haus bauen? Boah.